Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Vorstellung und Herleitung meines heutigen Beitrages. Es ist tatsächlich so, dass ich schon sehr lange über die russische Avantgarde arbeite, aber ich komme immer wieder dahin zurück und auch immer wieder auf die Frage, was das alles mit heute zu tun hat, und freue mich, dass Sie diese Frage hier auch stellen werden, wenn auch ausgehend von dem deutschen Bauhaus. Man hat mich ja gebeten, hier nochmal über den neuen Menschen in der russischen Avantgarde zu sprechen, und ich tue dies eben gerne am Beispiel dieser Kunstrichtung, dieser vielfältigen Bewegung, weil es der wohl konsequenteste Versuch war, einen solchen neuen Menschen mit Mitteln der Kunst zu gestalten. Also es wird jetzt vielleicht auch trocken, aber es wird nicht sehr theoretisch. Ich werde Beispiele aus der Kunst und aus der wissenschaftlichen Anwendung bringen, weil ich denke, dass es wichtig ist, nicht nur über die Utopien der Avantgarde-Künstler zu sprechen, sondern auch über deren Versuche, diese Utopien umzusetzen. Und die Russen haben vieles, was am Bauhaus entwickelt wurde, entweder ans Bauhaus gebracht, wie Wassily Kandinsky, oder vom Bauhaus wiederum nach Russland gebracht mit Hannes Meyer, der ganz konkret mit den Architekten, die ich gleich vorstellen werde, zusammengearbeitet hat. Sodass man vielleicht sagen kann, dass die Utopien, von denen gestern die Rede war, sei es das Experiment, sei es die Transparenz, in Russland bis zu einem gewissen Grad in die Tat umgesetzt wurde. Die russische Avantgarde ist Ihnen allen als Kunst der Vorhut bekannt. Ihr berühmtester Fotograf, Alexander Rodchenko, verkündete Anfang der 20er Jahre, der Mensch ist ein Experiment für die Zukunft, und brachte damit eine Fortschrittshaltung auf den Punkt, wie sie in jenen Jahren auch für den kapitalistischen Westen galt. Anders als im Westen aber kam die Avantgarde-Kunst nach der Oktoberrevolution in Russland in die seltene Position, an dem großen Projekt des Aufbaus der neuen sozialistischen Gesellschaft beteiligt zu sein, und setzte dadurch etwas in Bewegung, was anderswo in der Welt noch nicht einmal vorstellbar war: die Gestaltung eines neuen Menschen. Hatte das 19. Jahrhundert die physiologische und die psychologische Erforschung des Körpers, die Normierung des Verhaltens und daran angelehnte Erziehungsmethoden hervorgebracht, schien es Anfang des 20. Jahrhunderts schon um mehr als das Normieren zu gehen. Es ging um die Steigerung menschlicher Fähigkeiten, also um besseres Reaktionsvermögen, um geschärfte Wahrnehmung und um höhere Arbeitsleistung. Alles Fähigkeiten, die uns bis heute erstrebenswert gelten. Und an diesen Optimierungen hatten nahezu alle Berufsgruppen der neuen Gesellschaft teil. Schließlich galt es, den neuen Menschen nicht nur zu propagieren, sondern auch herbeizuführen. Das war eine paradoxe Situation. Die Verbesserungen, für die die russischen Arbeiter sich anstrengen sollten, kannten sie noch gar nicht, und daher mussten diese in der Zukunft liegende Optimierung zunächst von den Künstlern entworfen und vor Augen geführt werden. So entstanden Fotografien, Gebäude, Filme und Plakate, die zum einen zeigten, was zu tun war, und zum anderen versuchten, zu einem spontanen Sprung in die Zukunft beizutragen. Hierzu bedienten sich die Künstler der Praktiken, die auch in den Wissenschaften verbreitet waren. Menschen wurden ebenso vermessen wie Stadtpläne, Fotografien kollagierten Ereignisse und Menschen, gerade wie dies die Arbeitswissenschaften mit Bewegungen von Menschen an Maschinen vermochten. Filme versuchten, die menschliche Wahrnehmung durch Montage zu manipulieren. Zugleich wurden in der jungen Sowjetunion vor allem die anwendungsorientierten Wissenschaften programmatisch entworfen. Also Iwan Pawlows Reflexlehre als Grundlage für die Pädagogik, die Arbeitswissenschaften als Anwendungsfeld von Physiologie und Psychologie und schließlich die Eugenik als Anwendungsbereich der Genetik. Sie alle setzten sich angesichts des Mangels an sozialistischen Bewohnern der neuen Gesellschaft mit der Frage auseinander, wie sich Umwelt und Organismus gegenseitig beeinflussten und wie sich mit Hilfe einer Veränderung der Umwelt auch die Menschen verändern ließen. Ich werde Ihnen nun ein paar zentrale Beispiele für diese Vorgänge präsentieren und dabei verdeutlichen, wie sehr dieses Experimentieren mit menschlichen Fähigkeiten nicht nur die Künstler interessierte, sondern sich zeitgleich in den Wissenschaften vom Menschen antreffen ließ. Und dieser Zusammenhang ist, denke ich, entscheidend, denn er bereitet die Situation vor, die uns heute mit dieser wilden Zeit der 20er Jahre verbindet. Über diesen Zusammenhang möchte ich dann mit Ihnen im Anschluss oder ganz am Ende dieser Session diskutieren. Sie sehen hier den Eingang zur Metrostation Lubjanka. Sie sieht aus wie ein Kameraobjektiv, das aus dem Boden herausschaut auf den großen leeren Platz vor ihr und auf das Gebäude gegenüber, das ehemalige KGB.
ist auch heute der Sicherheitsdienst drin. Der Verweis auf das in den 20er Jahren modernste Überwachungsmedium Film legt nahe, worum es dieser Architektur ging, um die kontrollierte Steuerung der Bewohner durch die Stadt. Und wo ist das bis heute wichtiger als an den meist überfüllten, hektischen Metroeingängen? Der Zweck solcher Anlagen war die Optimierung der Bewegung im öffentlichen Raum, das schnelle, automatische Handeln der Menschen, die sich in der neuen sozialistischen Welt noch nicht zurechtfinden konnten. Also all der Bauern und Analphabeten, die zu Hunderten in die Großstadt strömten und kaum lesen konnten. Statt Schriftzeichen benötigte man Farben und Formen zur Lenkung der Menschenmassen durch die Moskauer Straßen. Es waren Gebäude gefordert, die wie technische Apparate automatische, regelmäßige und reibungslose Bewegungen auslösen konnten. Der Architekt, der diese Gebäude mithilfe solcher Apparate aus der angewandten Psychologie entwickelte, hieß Nikolai Ladovsky. Er lehrte an den Frutin-Mass, den höheren künstlerisch-technischen Werkstätten, dem russischen Pendant zum deutschen Bauhaus. Tür an Tür mit den Konstruktivisten, mit L. Lissitzky und mit dem bereits erwähnten Fotografen Alexander Rodchenko. Und war im Übrigen auch Gastgeber von Le Corbusier und Hannes Meyer. Ladovsky hat sich seine Apparate nicht etwa ausgedacht. Sie waren nach deutschen Vorbildern aus der Psychotechnik konstruiert und somit ganz ernst gemeint in ihrem Anspruch, die Architekten an diesen Geräten zunächst bei der Aufnahmeprüfung zu testen und später im Laufe des Studiums an diesen Geräten zu trainieren. Also sollten Sie sowas im Architekturstudium mal begegnen, Vorsicht. Dafür wurden die Tests in Einschätzen von Volumen, Raumtiefe, Winkelverhältnissen und Oberflächengrößen regelmäßig wiederholt, die Reaktionszeit gemessen und auf persönliche sogenannte Psychoprofilkärtchen geschrieben. So konnten die Architekten selbst nachvollziehen, ob sich ihr Einschätzungsvermögen besserte. Und das hieß in erster Linie, ob sich ihre Wahrnehmungsreaktionen beschleunigen ließen. In der Praxis sollten die trainierten Architekten dann auf die Straßen gehen und visuelle Eindrücke sammeln, sie im 1926 eingerichteten sogenannten Labor für Psychotechnik der Architektur mithilfe dieser Apparate nachstellen und optimieren, in ein räumliches Modell übertragen und schließlich in ein Gebäude umsetzen. Die Wirkungen dieser Architektur wurden so im Entwurf simuliert. Die Formen, die dabei herauskamen, wie hier der Bahnsteig bei der Metro Lubjanka, sollten eine Sogwirkung entwickeln und die Fußgänger regelrecht in sich hineinziehen. Also ohne den Einsatz von Sprache rein über die visuelle Wahrnehmung zum Betreten und Benutzen der U-Bahn motivieren. Das Ergebnis sollte dabei nicht etwa Aufklärung sein, sprich die Erklärung von Wegen und Richtungen mithilfe von Wegweisern, sondern die möglichst automatische, dynamische Bewegung, die nicht das Nachdenken über Wegweiser, sondern das unbewusste und schnelle Gehen beförderte. Ebenso unbewusst wahrgenommen werden sollten die Zusammenhänge in den Fotomontagen Alexander Rodchenkos. Verschiedene Bildmotive kombinierten Unmögliches, stellten Verbindungen zwischen Ereignissen her, die simultan oder völlig getrennt abliefen und deshalb nicht immer sichtbar wurden. Hier sehen Sie ein Beispiel, das die Produktion von Glühbirnen besonders dynamisch darstellte, von der Entwicklung und Produktion bis zur Massenauslieferung. Der Text klärt auf, die Produktion habe sich innerhalb von 5 Jahren verzehnfacht. All diese Ansichten stammen zwar aus demselben Zusammenhang, zwischen ihnen liegen aber Jahre, sodass Rodchenko die sukzessiven Abläufe durch seine Montage in ein Bild kondensierte und so eine jahrewährende Entwicklung mit nur einem Blick nachvollziehbar machte. Aus einem zähen Prozess wurde im Foto ein dynamischer Tag. Das künstlerische Verfahren dieser Visualisierung nannte sich Faktomontage, also Montage von Fakten. Heute sind wir an derlei Bildkonstruktionen ja gewöhnt. Besonders prekär wird die Montage der Tatsache bei diesen Bildern. Sie entstanden während des Baus des Weißmeerkanals Anfang der 30er Jahre. Hier hat Rodchenko eine ganze Zeitschriftenausgabe des Propagandahefts UdSSR im Aufbau gestaltet, mit Bildern vom erfolgreich voranschreitenden Bau dieses Kanals, für den 170.000 Häftlinge im Einsatz waren, unter ihnen etliche Fachleute, die nur für den Kanalbau inhaftiert und nach Fertigstellung wieder freigelassen wurden. Fast 50.000 Menschen kamen bei diesem Mammutprojekt ums Leben. Doch von all dem zeigen Rodchenkos Bilder nichts. Ich habe noch 2 Beispiele aus dieser Serie. Stattdessen konstruieren sie einen regelrechten Rausch der Arbeit, der zwar 2 Jahre dauerte, aber anmutete wie das Werk eines schönen Frühlings. Auch hier hat die Montage Zeit kondensiert, einzelne Situationen durch Vergrößerung betont,
die Arbeiter zu Übermenschen heroisiert. Die hässlichen Seiten der Bauarbeiten, die Unfälle und Konstruktionsprobleme schafften es nicht ins kollektive Pressegedächtnis. Diese Faktenmontagen hatten in den 20er Jahren Konjunktur. Man kann fast sagen, dass sie mehr noch als der Film das dominante Genre der visuellen Erzählung darstellte, wenn man bedenkt, dass zwischen 1925 und 1930 3000 Plakate und etliche Zeitschriften mit Fotomontagen entstanden. Dabei passte die Montage einerseits gut ins sozialistische Russland, da sie die zeitlichen Prozesse zu beschleunigen vermochte, wie dies ja die Fünfjahrespläne seit Ende der 20er Jahre auch taten. Und andererseits versinnbildlichte die Montage hier die Idee der Einheit des Ungleichen aller Klassen, dazu noch ein Beispiel, und ethnischen Gruppen, denn sie brachte auch die Ungleichzeitigkeiten gerne in einem Bild zusammen. Wie schon die Menschenbilder des französischen Homme Nouveau oder Nietzsches Übermensch, zeichnete sich auch der Homo Sovieticus durch einen unerschütterlichen Glauben an die Optimierbarkeit des Menschen aus. Eines aber war neu. Statt der Erziehung zum besseren Menschen wurde seine Selbsterziehung behauptet. Ladowskis, also des Architektenadressaten, die zahlreichen Moskauer Fußgänger, konnten ihre Fortbewegung im Alltag ganz nebenbei selbst trainieren und verbessern. Zumindest sahen das die Experimente im Labor vor. Die von Rodchenko fotografierten Arbeiter am Weißmeerkanal sollten durch Bestleistungen, sofern sie sie überlebten, ihre Läuterung und Selbstverbesserung unter Beweis stellen und wieder in die Freiheit zurückkehren. Beiden Projekten liegt die Vorstellung zugrunde, dass sich menschliches Verhalten im Labor, und das heißt in einem abgeschlossenen Experimentalraum, vorwegnehmen und in den gesellschaftlichen Raum übertragen ließ. Prominent vertreten wurde diese Haltung von dem Physiologen Ivan Pavlov, der 1904 als erster Russe einen Nobelpreis erhalten hatte und auf den sich die Künstler freizügig bezogen. Pavlov hatte die sogenannten bedingten Reflexe herausgearbeitet, die anders als die unbedingten angeborenen Reflexe unabhängig von der Herkunft eines jeden Menschen erlernt und trainiert werden konnten. Sie sehen hier ein Standbild aus einem Dokumentarfilm des Avantgarde-Filmemachers Sevalod Pudovkin. Es war sein erster Spiel, also abendfüllender Film, der 1926 in die Kinos kam und die Reflexlehre für die breiten Massen verständlich machen sollte. Der berühmte Pavlovsche Hund reagierte auf das Erklingen eines bestimmten Tones, der mit der Nahrungsaufnahme verbunden wurde, durch die Sekretion von Speichel. Wurde dies oft genug wiederholt, sonderte der Hund bereits Speichel ab, ohne überhaupt Futter zu sehen. Sein Reaktionsverhalten wurde immer schneller, vor allem aber reagierte der Hund unmittelbar, ohne nachzudenken. War dieses Verhalten erst einmal mit Hilfe von Signalreizen trainiert, konnte es überall abgerufen werden. Analog dazu behauptete der Film, dass auch Kinder auf diese Weise lernten zu essen, sich zu waschen und sogar verantwortungsvolle Aufgaben wie Geschirrspülen zu erfüllen. Durch ständige Wiederholung und Übung sollte es möglich sein, aus ungehobelten Naturburschen kultivierte Sozialisten zu machen. Mehr noch, diese Sozialisten entstanden durch die Pavlovsche Konditionierung unwillentlich, geradezu automatisch. Und der Film Pudovkins sollte diese Botschaft durch die Kinos im ganzen Land verbreiten, sodass jeder Bauer seine Kinder mit Hilfe von Pavlovs Reflexlehre besser und schneller erziehen konnte. Neben den Kindern waren natürlich auch die sowjetischen Männer den Selbstverbesserungsversuchen der Sozialisten ausgesetzt. Die Frauen lasse ich jetzt mal weg aus Zeitgründen. Ich kann das jetzt mal, ne? Das am großzügigsten ausgestattete Projekt hierzu war Alexei Gastjevs ZIT, das Zentrale Institut für Arbeit in Moskau. Gastjev war nicht nur Dichter, sondern auch Anhänger der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation, genannt NOT, die wissenschaftliche Arbeitsorganisation, deren Rahmen schon 1921 auf einer ihr gewidmeten Konferenz abgesteckt worden war. Eine notwendige Grundlage der wissenschaftlichen Organisation sind die Arbeiten und Ergebnisse der Psychophysiologie, der Reflexologie, der Arbeitshygiene und der Ermüdung des Menschen, weil nur auf solche Weise nicht nur den Erfordernissen einer sparsamen Betriebsführung, sondern auch den Interessen der arbeitenden Menschen Rechnung getragen wird. Zitat Ende. Letzteres, die Energiebilanz des Arbeitenden, markierte den zentralen Unterschied
zum amerikanischen Taylorismus und brachte eine Vielzahl an Unternehmungen im ganzen Sowjetreich hervor, die mehr oder weniger erfolgreich versuchten, alle brauchbaren Disziplinen und Techniken der Arbeitswissenschaft, auch Fotografie und Film, zum Zwecke des Arbeitsschutzes zu integrieren. Und dieser Gast hier war eben auch ganz eng vernetzt in den Künstlerkreisen der 20er Jahre. In Moskau, Petrograd, Kasan, Charkow und so weiter wurden an Volkskommissariaten, Instituten, Universitäten und Akademien einzelne Stellen und ganze Labore zur wissenschaftlichen Erforschung der Arbeit eingerichtet. Und dort kamen dann eben Schüler der Kunsthochschulen in Petersburg und Moskau auch unter, um an der Gestaltung von Fabriken und Straßen und Metros teilzunehmen. Die Gründe für diese Konjunktur der Arbeitswissenschaften liegen auf der Hand. Es galt gleich drei großen Problemen zu begegnen: einer maroden Industrie, einer Masse unqualifizierter, meist analphabetischer Arbeitskräfte und einer paradoxen Politik der Versöhnung von Betriebs- und Sozialinteressen, von Industrialisierung und Sozialismus. Gastjew hatte das Konzept der sogenannten Ustanowka, die Einstellung, entwickelt, die einen Doppelsinn zum Ausdruck brachte. Einerseits die Aufstellung, Montage, technische Anlage und andererseits die Einstellung im Sinne von subjektiver Haltung. In seiner Praxis analysierte Gastjew zuerst die Arbeitsläufe durch Zeit- und Bewegungsstudien, dann zerlegte er die Bewegungen seiner Akteure auf minimalste Einheiten. Jede Einheit wurde einzeln trainiert und schließlich neu zu einem möglichst effektiven Arbeitsablauf zusammengesetzt. Das Resultat war die sogenannte kulturelle Einstellung des Menschen, was sowohl seine Einbindung innerhalb der formalen Organisation des Arbeitsraumes als auch seine psychologische Einstellung meinte. Psychologie indes beschränkte sich bei ihm auf die Rekonstruktion des Bewegungsapparats, also auf die Schaffung von Nervenmuskelautomaten, wie er sich ausdrückte, von menschlichen Maschinen, deren Psyche sich über das Training ihrer Physis verändern sollte. Ich zitiere: die Maschinisierung normt nicht nur die Gesten, nicht nur die Produktionsmethoden, sondern auch die täglichen Gedanken. Zitat Ende. Gastjews Idee der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation NOT fand sich auf zahlreichen Werbebannern der 20er Jahre, um die Arbeiter zu überzeugen, die ja in der Fabrik plötzlich nicht einfach nur einer bestimmten Arbeit zugewiesen wurden, sondern für jegliche Arbeit flexibel trainierbar sein sollten. In einer Kunstausstellung wie dieser am Institut für Künstlerische Kultur in St. Petersburg, geleitet von Kasimir Malevich, verwundert solch ein auf Effektivität ausgerichteter Ansatz zwar zunächst. Weiß man aber, dass auch die Künstler an die Möglichkeit der Optimierung von Menschen und ihren Handlungen geglaubt haben, so erscheinen deren abstrakte Kunstwerke als Versuche der Neugestaltung des Kunstraums und damit auch der Kunstrezipienten. Im Rahmen all dieser Verwandlungen des Alten in den neuen Menschen ließ man auch die sowjetische Eugenik nicht aus, um die Veränderungen Leo Trotzkis zu erfüllen, des frühen Gefährten Lenins und späteren Kriegsministers. Ich zitiere ihn: der Mensch wird endlich daran gehen, sich selbst zu harmonisieren. Er wird es sich zur Aufgabe machen, der Bewegung seiner eigenen Organe bei der Arbeit, beim Gehen oder im Spiel höchste Klarheit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und damit Schönheit zu verleihen. Er wird den Willen verspüren, die halbbewussten und später auch die unterbewussten Prozesse im eigenen Organismus, Atmung, Blutkreislauf, Verdauung und Befruchtung zu meistern. Das Leben, selbst das rein physiologische, wird zu einem kollektiv experimentellen werden. Das Menschengeschlecht wird erneut radikal umgearbeitet und unter seinen eigenen Händen zum Objekt kompliziertester Methoden der künstlichen Auslese und des psychophysischen Trainings werden. Zitat Ende. Zum psychophysischen Training habe ich Ihnen ja jetzt ein paar wenige Projekte der Architektur-, Foto- und Filmavantgarde vorgestellt. Nun möchte ich noch ganz kurz auf die Biologie kommen. Der Genetiker und zentrale Eugeniker in Sowjetrussland, Alexander Serebrowski, plante seit Mitte der 20er Jahre eine Datenbank für die Erfassung des Erbguts der Proletarier, die er Genofond nannte. Er sollte durch die später sogenannte Populationsgenetik ökonomisch bedeutsame Gene orten, ihre Häufigkeit in der Bevölkerung feststellen, ihre Verbreitungswege erforschen, um schließlich das Material zur Verfügung zu stellen für die Auslese optimaler Geschlechtspartner. Hier spielte dann auch die Frau eine große Rolle. Am wichtigsten erschienen ihm hierbei die höheren Ebenen, ich zitiere, höheren Ebenen der menschlichen Kreativität, also die künstlerischen, gelehrten und wissenschaftlichen Aktivitäten.
Sie mussten landesweit erfasst werden, um ihre erblichen Grundlagen und die Prozesse, die sie veränderten, zu erforschen. Konkret hieß dies, dass, Zitat, die alltäglichen politischen Maßnahmen der Kommissariate für Gesundheit, Erziehung, Arbeit, Sicherheit und Recht einen direkten Einfluss auf das Schicksal des menschlichen Genbestands hatten und daher sollten dessen Belange beim Aufbau des Landes auf der ganzen Linie berücksichtigt werden. Zitat Ende. Dieser Russe arbeitete auch mit einem amerikanischen Genetiker, Hermann Muller, zusammen. Also es war jetzt kein komisches russisches Projekt. In Amerika hatte das seinen Widerhall und Impuls. Ab 1928 leitete Serebrowski das Medikobiologische Institut, wo er sich unter anderem um die Reduzierung der Epilepsie bemühte. Dazu wurden Stammbäume gesammelt, die zu einem genetischen Kataster zusammengetragen wurden, an dem Ambulanzen, Mütterberatungszentren und Standesämter gleichermaßen mitwirken sollten. Sie berieten Epileptikerfamilien bei Heirat und Schwangerschaft, errechneten Risikoziffern für bestehende Schwangerschaften, vermittelten Abtreibungen und Sterilisationen. Aber Eugenik bedeutete neben der Erforschung von Erbkrankheiten auch die Bestimmung von Zivilisationskrankheiten. Daher arbeiten die Biologen zusammen mit Ärzten und Psychologen daran, Krankengeschichten lückenlos zu erfassen. Lebten dann erst einmal alle Sowjetbürger unter gleichen industrialisierten Lebensbedingungen, schien es ein leichtes zu sein, die genetischen Anteile an der Entstehung von Krankheiten wie Diabetes oder Magengeschwüren herauszuarbeiten und durch Früherkennung und Präventivmedizin ihren Ausbruch zu verhindern. Serebrowskis Fernziel war es, mit eugenischen Eingriffen die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung und ihre Anpassung an eine industrialisierte sozialistische Gesellschaft sicherzustellen, sodass sich die, und das ist der Jargon der Zeit, die 5-Jahres-Pläne künftig in der Hälfte der Zeit zu erfüllen seien. Dieses Programm war hiernach die logische Verlängerung der Arbeitswissenschaften, wie sie Gastjew betrieb, und sollte ebenfalls die Rationalisierung und Leistungssteigerung in der sowjetischen Industrie voranbringen. Nicht nur Arbeitsverhalten und Alltag, die durch Kunst und Propaganda gesteuert wurden, auch die Reproduktion des Menschen sollte kontrolliert und durch künstliche Befruchtung sogar normiert werden. Traditionelle Lebenszusammenhänge würden aufgelöst und neu zusammengesetzt werden. Die bürgerlichen Familienstrukturen sollten zerschlagen und die Frauen befreit werden, verkündete Serebrowski. Doch diese Pläne kamen nicht zum endgültigen Vollzug, da die politisch motivierte Kritik der Biologisierung gesellschaftlicher Belange Anfang der 30er Jahre eine Abwendung von der Genetik, wie auch von der experimentellen Avantgarde und den Arbeitswissenschaften, nach sich zog. Diese Abwendung geschah aber nur auf der ideologischen Ebene. Auf der praktischen Ebene existierten die Verfahren des Trainierens und Montierens, des Zeitkondensierens und des Manipulierens der Wahrnehmung weiter. Und damit auch die neuen Menschen, die durch diese Verfahren entstehen sollten. Was hat all dies nun mit uns heute zu tun? Ich habe mich entschlossen, über die russische Avantgarde zu sprechen, weil ich finde, dass die vielfältigen Manipulationen ihrer Rezipienten eine prominente Erzählung durchkreuzen, die besagt, heute sei unser größtes Problem das Wachstumsphantasma. Wir haben gestern auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Diesem Phantasma zufolge wächst unsere Wirtschaft ewig weiter, ignoriert dabei die Endlichkeit unserer Ressourcen und Lebenszeit. Unser Glaube an das ewige Wachstum leitet sich nun aus genau der Phase her, in welcher die Avantgardisten zu experimentieren begannen. Aus der Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus, deren Wettbewerb sich in Wachstumsraten gemessen habe. Wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass diese Systemkonkurrenz eigentlich keine war. Aber gut. Wie soll man sich nun erklären, dass die frühen Sozialisten statt auf Wachstum zu setzen, künstlerische Experimente gefördert haben? Meine Vermutung ist nun, dass es zumindest den frühen Sozialisten mehr um eine Veränderung der Selbstwahrnehmung ging, als um die Beschleunigung von Arbeitsprozessen und um Wachstum. Deshalb ist es wichtig, die künstlerischen Experimente mit denen der Psychologen zu vergleichen, denn letztere haben unsere Selbstwahrnehmung überhaupt erst als manipulierbar postuliert, während die Künstler sie in ihrem Alltag dann tatsächlich zu manipulieren versucht haben. Und mit dieser veränderbaren Selbstwahrnehmung haben wir es heute noch zu tun, wenn wir beispielsweise daran arbeiten, unsere Persönlichkeit zu bilden, etwas zu erreichen, uns zu entfalten, etwas aus uns zu machen.
Nur, dass wir die Rolle der Künstler übernommen haben. Wir werden nicht mehr Experimenten ausgesetzt, sondern experimentieren selbst. Ich referiere hier ein seit einigen Jahren in der Soziologie beobachtetes Gegenwartsphänomen. Wir haben kein statisches Selbstbild mehr, sondern ein flexibles. Wir scheinen uns selbst formen zu können, unsere Lebenszeit gestalten zu können, immer länger leben zu können. Was aber heißt es heute, etwas aus sich zu machen? Es ist nicht etwa die Fähigkeit, effizient zu arbeiten und zum Wachstum der Familie oder einer Firma beizutragen. In erster Linie heißt Lebenszeit gestalten heute, uns selbst zu verwirklichen, kreativ zu sein. Andreas Reckwitz fand dafür die treffende Redewendung von der Unvermeidlichkeit des Kreativen. Unsere Gegenwartskultur sei geprägt von dem Wunsch, kreativ sein zu können. Die tonangebende Berufsgruppe ist die Creative Class mit ihren charakteristischen Tätigkeiten, der Ideen und Symbolproduktion, von der Werbung bis zur Softwareentwicklung, vom Design bis zur Beratung und zum Tourismus. In den letzten Jahrzehnten ist Kreativität zu einer allgegenwärtigen ökonomischen Anforderung der Arbeitswelt geworden, die nichts anderes fordert als die ständige Produktion von Neuem, den auf Dauer gestellten Wandel. Boris Groys hat das ja gestern schon angesprochen. Und diese Haltung der permanenten Kreativität ermöglicht es uns erst, den unbeschwerten Umgang mit Phänomenen wie dem Wachstumszwang, der Klimakatastrophe und der Endlichkeit unseres eigenen Lebens. Auch diese Phänomene scheinen sich noch verändern zu lassen. Es ist nur eine Frage der Kreativität, eine Frage des Wie. Und diese Haltung, jetzt bin ich am Schluss, ist alles andere als neu, wenn man sich die Kreativitätseuphorie der russischen Avantgarde vergegenwärtigt. Waren bis dahin Kreative nur Randgruppen der Gesellschaft, so gehörten sie im Falle der russischen Avantgarde erstmals zum Establishment und stützten, ebenso wie wir heute, das System, dem sie angehörten. Die Frage ist nur, wie lange das noch gut geht. Vielen Dank fürs Zuhören.